Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blender-Tutorial. Heute wollen wir mal mit Dupli-Frames arbeiten und heute behalten wir auch mal den Würfel. Als allererstes gehen wir mal in den Edit-Mode. A-Taste, B-Taste, so. Und jetzt verjüngen wir den mal in die X-Achse, so ein wenig. So, ist gut. Können wir wieder zurückgehen, so, oder mit der Tabularo-Taste. Jetzt S komplett verkleinern, ungefähr hierhin. Leertaste und wir laden uns eine Kurve, und zwar ein Zirkel und ein paar Bezier-Zirkel. So, den S vergrößern wir mal hier so, ungefähr. Jetzt unseren veränderten Würfel. Shift-Taste, die Kurve, Steuerungstaste P, Follow, mit Parent, Follow Path. So, jetzt drücken wir nur den Würfel an. Alt, O, Clear Origin. Okay. So, das haben wir schon mal. Den drehen wir mal ein bisschen. RZ, so ungefähr. So, jetzt gehen wir hier rein, im Objektmodus. Und Dupli Frames. Sehen wir? No Speed. Jetzt machen wir mal Dub Off. So, jetzt haben wir die vervielfacht. Machen wir noch ein bisschen S. Die so ein bisschen nebeneinander liegen. Wunderbar. So, das ist ein Kreis mit Steinen. Da kann man hinterher für einen Turmbaum nehmen oder zum Beispiel für einen Brunnenbau. So, jetzt drücken wir die Steuerungstaste, die Shift-Taste und die A-Taste. Make Dupli Objects Real. So, das können wir auch hier im Objekt machen. Clear Apply Make Dupli Gates Real. Okay. Das haben wir jetzt. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir einzelne Steine. Die könnten wir jetzt alle rausziehen, aber da will ich nicht, da komme ich hinterher wieder durcheinander. Jetzt mache ich hier Join Object. Select All Message. Das ist jetzt wie ein Stein. Nicht wie der Einstein, sondern wie ein Stein. So. Den Zirkel brauchen wir nicht. X und weg damit. So. Jetzt müssen wir den wieder anklicken. Hierhin. Center. So, jetzt gehen wir mal in die Front View. So, gucken wir mal, sehen wir schön, was wir hier gemacht haben. Oh, ein bisschen mit viel Lücken, aber da macht jetzt mal gar nichts. So, gehen wir wieder Top View. Ah ne, wollte Front View. So, jetzt Shift D Z. So, einen nach oben hier, nicht zu weit. RZ. So. So. Shift. Rechte Maus, das linke, rechte Maus, das jetzt haben wir die beiden zusammen. Wieder Join Objects, dass das einer wird. So. Shift D. Z. So. Oh, ist gut. Jetzt gucken wir mal an. Da sehen wir, haben wir schon so was Kreisförmiges. Und da könnte jetzt schon mal von der Höhe her ein Brunnen sein. So, jetzt wieder Shift, rechte Maustaste, Join Objekt, so dass wir alle gleich haben. So, Add Modifier. Jetzt machen wir Bevel. Machen wir mal auf 0,5. Apply. So, jetzt, das sollen jetzt Steine werden. Jetzt geben wir eine neue Farbe. Jetzt geben wir Material hier rein. Jetzt hier. Und zwar. Ach, ich habe was vergessen. Das will ich vorher machen. So, hier jetzt im Edit Mode. Fraktal. Ach so, erstmal AA alles ankriegen. Fraktal. Ich mache den mal auf 20, damit man richtig sieht, was für einen Effekt er hat. So, 20. Und
Set Smooth. So. So, jetzt sieht das schon aus wie ein altes Gemäuer ungefähr. Jetzt gehen wir hier rein, was ich vorher vorhatte. Und wir nehmen mal wieder die Wolken. Das heißt, verkleinern wir mal. So. Der 5. So. Gehen wir wieder hier zurück. Und. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Habe ich wieder was verkehrt gemacht? Ach, hier war zu groß hier. Ha! Map 2. Und zwar Normal. Ah, ich mache das mal wieder kleiner hier. Steuerungstaste Maus. So. Die Farbe gefällt natürlich nicht. Wir wollen ja keine lilanen haben. Oh, machen wir mal so dunkelbraun. So sehen die Steine dann aus hier, wie links. So, und hier Normal. Das steht auf 0,5. Machen wir auf 14, und so. Jetzt sieht das schon aus wie ein rauer Stein. Finde ich soweit gut. Jetzt gucken wir mal. Camera View. So. S, verkleinern wir das ganze Ding mal. So. Jetzt rendere ich das mal. Und gucken wir mal. Ja. Perfekt. So, jetzt haben wir mit Dupli-Frames gearbeitet und das wäre jetzt zum Beispiel für mich gut genug schon für einen Brunnen. Und wenn man den immer höher baut, könnte man jetzt das als einen Burgturm zum Beispiel benutzen und so weiter und so fort. Und für mich sieht es auch aus wie ein paar alte, eigentümliche Steine, die schon ein bisschen verwittert sind. So, das war's für heute und ich hoffe, ich habe einigen damit geholfen. Tschüss!